Hallo und herzlich willkommen, lieber Steinbock, hier im September. Ja, ich möchte jetzt gern mit dir hier in die Energie vom September schauen. Ich bin Sirut Sabine und ich freue mich jetzt, lieber Steinbock. Ja, es ist eine spannende Zeit, oder? Ich glaube, du merkst das auch. Wir sind in den September mit 10 Portaltagen gestartet, haben einen kraftvollen Vollmond und ja, alles dreht sich und wendet sich und mehr Essenz möchte zum Leuchten, zum Vorschein kommen. Und genau da möchte ich jetzt mit dir mal hinschauen, was die Energien hier für dich so zum Ausdruck bringen möchten, welche Botschaften dazu die Tarotkarten haben. Aber bevor wir in die Tarotkarten eintauchen, schauen wir hier mit den Orakelkarten mal, welche Überschriften sozusagen es gibt. Dieses Video wird eine Fortsetzung haben und die Links dazu findest du hier unter dem Video in der Infobox. Du hast unterschiedliche Möglichkeiten. Klick da drauf, du wirst direkt weitergeleitet. Und jetzt, lieber Steinbock, tief ein- und ausatmen. Du kennst es. So, dass ich mich mit dem Kollektiv der Steinböcke hier auf dem Kanal verbinden kann und ja, für uns alle die Energie auf den Tisch bringe, die jetzt wichtig ist für dich, was deine Seele dir sagen möchte. Holter, die Polter hier, guck mal an, was hier alles rausfällt, ganz, ganz viel. Also es wird spannend und ich habe ja schon gesagt, die Energien sind sehr kraftvoll. Ich möchte aber hier eine Karte bitte für Steinbock. So, Purification, die Reinigung. Reinige dich selber, deine Umgebung, vielleicht ganz simpel, trink mehr Wasser. Stell dich unter eine energetische Dusche, reinige deinen Raum. Vielleicht magst du mal wieder räuchern. Das ist jetzt gerade mein Stichwort. Das habe ich vor ein paar Tagen schon gesagt. Ich müsste mal wieder räuchern. Zack und vergessen. Aber jetzt hier habe ich meine eigene Erinnerung. Also Reinigung, was auch immer. Vielleicht möchtest du eine Fastenkur machen. Eine Saftkur, vielleicht wirklich mal ans Wasser fahren, all das, was deinem Körper gut tut, deine Aura reinigen, deine Gedanken reinigen, auch das ist ein ganz wichtiges Thema, da wirklich mal hinzuschauen, was denkt es in mir so den ganzen Tag über. Also, wenn du hier auf meinem Kanal mal geschaut hast, ich nutze ja da Bujo, also Bullet Journal oder Tagebuch dafür und ich kann dir sagen, das wirkt Wunder, auch in dem, was da ja in meinem Kopf so los ist. Vielleicht magst du es einfach mal ausprobieren. So, Reinigung. Jetzt habe ich hier die großen Arcana-Karten und die vier Asse und wir schauen mal auf ein Thema. Auf ein weiteres Thema. Guck mal, die Stärke. Ja, deine Kraft möchte zum Vorschein kommen, möchte gesehen werden, gelebt werden, aktiviert werden. Und gerade auch mit der Reinigung. Vielleicht hast du in dir ein Thema mit Macht. Denn die Stärke bedeutet eben auch, dass du in gewisser Form Macht hast. Über dein Leben, vielleicht Macht über andere, schwieriges Thema, oder? Da gilt es mal hinzuschauen, lieber Steinbock. Welche Assoziationen hast du in dir mit dem Thema Macht? Macht ausüben. Und wir alle sind da auf unterschiedlichste Arten geprägt. Und wir alle haben, ganz wichtig, in früheren Leben, in unterschiedlichen Situationen unsere Macht
und Kraft missbraucht. Und mit der Reinigung zusammen könnte genau das ein Thema sein, wo es gilt, mal hinzuschauen, was jetzt da in dir geklärt werden möchte, ausgereinigt werden möchte, sodass dein System viel stärker und klarer sein kann und du ja mehr für dich einstehst. So, dritte Karte. Die Errettung. Die hatte ich schon mal hier in den Readings, ich weiß gar nicht mehr wo. Vielleicht ist da ein Anteil in dir, der auf Rettung, Errettung und Erlösung wartet. Das kann mit besagtem Machtthema zusammenhängen. Vielleicht hast du da auch einen Anteil in eine Höhle weggesperrt oder in die Tiefe weggesperrt. Ja, Täter, Opfer waren wir alle irgendwann mal. Und jetzt gilt es aber, diese Themen zu klären, zu reinigen. Echt spannend. Und ganz ehrlich, lieber Steinbock, du hast die Kraft und die Stärke dazu. Ich glaube, es bedarf lediglich einer Entscheidung. So, jetzt schauen wir mal, was das Tarot dazu sagt für den September hier für Steinbock, die Reinigung, die Kraft und die Errettung. Wir schauen mal, wer da wo errettet werden möchte. So. Na, aha. Guck mal, der König der Kelche. Lieber Steinbock, hier geht es um eine Herzensentscheidung. Hand aufs Herz. Ich hoffe, es ist zu sehen. Mal Hand aufs Herz. Was ist es, wofür du jetzt einstehen darfst? Wo du dich jetzt entscheiden darfst. Ich lasse das mal so stehen, wir schauen mal weiter. Ja, die fünf Münzen. Das ist so typisch Thema Opfer und sich außen vor fühlen, das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, ungerecht behandelt worden zu sein. Vielleicht ist es genau der Anteil in dir, der da gerade errettet werden möchte. Es ist aber auch ein Aspekt in dir, der jetzt geheilt und gereinigt werden darf, ausgereinigt werden darf, wo du jetzt mutig zu dir stehen darfst, wo du dir selber vergeben und verzeihen darfst. Ja, ich glaube, Vergebung und Verzeihen ist auch ein großes Thema hier in dieser Reinigung. Sonst wäre das jetzt nicht da. Die fünf Münzen, du fühlst dich da außen vor. Du fühlst dich da alleingelassen, nicht gesehen. Vielleicht von einem König der Kelche nicht gesehen. Ich glaube aber eher, dass es eine Entscheidung einst in dir war, diesen Anteil auszusperren sozusagen. Ja, und wir haben hier die neun Schwerter. Gedanken schleifen. Du wirst nachts wach von was auch immer für Gedanken, vielleicht selbst Vorwürfen. Habe ich hier richtig entschieden? Habe ich hier wirklich eine Herzensentscheidung getroffen? Habe ich meine Macht missbraucht? Oder bin ich hier kraftvoll meinem Herzen gefolgt? All das darf gereinigt werden. All das fällt immer noch unter dieses Thema der Reinigung. Und ich glaube, gerade auch mit den neuen Schwertern hier, es geht darum, das auf mentaler Ebene mal in dir zu klären. Und deine Stärke hier wirklich auch anzunehmen.
Stärke hat nicht zwangsläufig was mit Kraft zu tun. Stärke kann ganz zart sein. Das kann diese zarte Herzensentscheidung sein. So, was haben wir denn hier? Ah, der König der Münzen. Das ist spannend. Und den Pagen der Stäbe. Es ist durchaus möglich, lieber Steinbock, dass hier unterschiedliche Personen eine Rolle spielen. Ich habe aber auch so das Gefühl, dass das unterschiedliche Aspekte in dir sind, die hier ausgereinigt werden möchten, die zum Vorschein kommen, wo es auch um diese Errettung geht. Wir haben hier den König der Münzen, der sich wirklich viel in seinem Leben erarbeitet hat, der jetzt auch das genießen kann, was er sich alles aufgebaut hat. Die Frage ist nur, macht dich das wirklich glücklich? Der König der Münzen, das kann auch eine starre Struktur sein, die du dir da aufgebaut hast. Vielleicht aus Schutz, aus Selbstschutz vor diesen Verletzungen. Vielleicht hattest du das Gefühl, nie gut genug zu sein und hast daher mit dem König der Münzen versucht, es allen zu beweisen. Du hast hier womöglich deine Stärke in Macht verwandelt. Spür da mal hin. Das muss auch nicht auf alle zutreffen und das können auch, wie gesagt, Personen im Außen sein, die da auf dein Leben einwirken. Vielleicht hast du hier diesen König der Kelche, der sehr zart, sehr liebevoll ist. Und du hast aber auch hier diese Energie des Königs der Münzen, der schon stark strukturiert auch ist und Sicherheit bietet. Und du fühlst dich in dir da ja auf der einen Seite nicht gesehen, auf der anderen Seite mental überfordert. Und mit dem Pagen der Stäbe habe ich hier so das Gefühl, du möchtest ganz neue Wege gehen. Es kann auch sein mit dem Pagen der Stäbe, dass du dich selbst hier aus dieser vielleicht sogar Patt-Situation selbst herauslöst und selbst errettest und sagst, ich gehe jetzt mal neue Wege. Auch das wäre ein mögliches Szenario. Bitte übersetze dir das auf die Themen und Szenen, die gerade in deinem Leben sind. Ich schaue hier rein auf die Energien. Wenn Personen da reinkommen, habe ich es jetzt gerade angesprochen, aber ansonsten arbeite ich hier mit deiner Energie. Ach, guck mal. Weil wir jetzt hier schon zwei Könige liegen haben, packt sich direkt noch einer dazu. Ja, lieber Steinbock, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Oder wie sieht das aus hier? Ich weiß ja nicht. Hast du das Gefühl, dass dieser König der Stäbe dich aus dieser... Deshalb wahrscheinlich auch diese Pattsituation. Allein das Wort, dass das da war. Hast du das Gefühl, dass der König der Stäbe dich daraus erretten könnte? Du möchtest hier neue Wege gehen. Du hast hier diese Herzensentscheidung, du hast hier Struktur, aber irgendwie bist du hier leidenschaftlicher unterwegs und du möchtest neue Wege gehen. Der Page der Stäbe, das ist immer so Aufbruchsstimmung, Abenteuerlust, mal was Neues ausprobieren. Und dann gehst du hier auf diesen König der Stäbe zu. Ja, was das Ganze jetzt hier wirklich mit deiner inneren Stärke und Kraft zu tun hat, bin ich noch ein bisschen am Rätseln. Da schauen wir jetzt gleich in der Fortsetzung. Vor allen Dingen auch hier auf diese 5 Münzen und 9 Schwerter. Weil ich glaube nämlich, dass es hier um deinen Selbstwert und um deine Gedanken dir selbst gegenüber geht. Und dass genau das geheilt und gereinigt werden darf. Und dass schlussendlich du selbst dich irgendwo erretten wirst,
Weil bei diesen vielen Herren, ich weiß ja nicht, wir schauen mal. Den Link, lieber Steinbock, findest du wie gehabt unten in der Infobox. Und ja, wir schauen mal, ob du dich jetzt selbst errettest oder ob einer der Könige hier eine explizite Rolle spielt.